Inside Star Citizen, unser wöchentlicher Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung. Heute geht es um den anstehenden Patch 3.7 und das Mission Sharing, die gemeinsamen Missionen, Waffenerweiterungen und Aufsätze, um das Gesichtsanpassungssystem und die Möglichkeit, Schiffe zu mieten. Und wir verabschieden die Sommerstaffel des Inside Star Citizen und wir verabschieden mich. Und dazu gibt es noch ein kleines Abschiedswort am Ende dieses Videos. Das Leben im Verse ist voller Wahlmöglichkeiten. Haltet ihr euch an das lokale Recht, an die Vorschriften und Verfügungen, die euch und euren Mit-Citizens ein friedliches Dasein ermöglichen? Oder schließt ihr euch einer Gesellschaft ein, die in eklatanter Weise die Regeln missachtet und bahnt euch euren eigenen Weg durch die Sterne? Beide Seiten werden ab 3.7 die Möglichkeit bekommen, die Belohnungen untereinander aufzuteilen. Aber diejenigen von euch, die sich dafür entscheiden, außerhalb des Gesetzes zu leben, werden sowohl zusätzliche Herausforderungen als auch aufregende neue Möglichkeiten zum Spielen finden. Gemeinsame Missionen sind in vielerlei Hinsicht wichtig. Einer der wichtigsten Gründe ist die Existenz von Multicrew-Schiffen. Wenn man mit einer Mannschaft, einem Team unterwegs ist, und die können die Mission nicht sehen, die der Pilot sieht, muss man alles mündlich erklären, was nicht ideal ist. Jetzt kann man viel tiefgehendere und auch schwierigere Missionen ins Spiel bringen, deren Belohnungen unter allen Beteiligten aufgeteilt werden können. Das gilt auch für den Ruf, die Reputation im Verse. Wenn man also einen kriminellen Ingame-Freund zu einer Mission einlädt, die sich in ihrem Grunde an Recht und Gesetz hält, dann wird sich nach Abschluss dieser Mission auch die Reputation dieses kriminellen Ingame-Freunds wieder verbessern. Und vice versa, wenn ein krimineller Freund einen Mitspieler einlädt, eine Mission zu spielen, die gegen das Gesetz verstößt, so senkt das bei allen Missionsteilnehmern, auch dem sonst sich vielleicht an Recht und Gesetz haltenden Mitspielern, entsprechend die Reputation. Ab 3.7 wird es außerdem Restriktionen bei verschiedenen Landezonen geben hinsichtlich der Landeerlaubnis. Spieler mit einem Kriminalitätsstatus werden in gesetzeskonformen Bereichen nicht mehr landen dürfen, wie zum Beispiel Port Olisar oder den großen Landezonen der Planeten. Levski und die Rest-Stops sind eher semi-gesetzeskonform, auf denen man auch noch mit einem Kriminalitätsstatus bis Level 3 landen können wird. Und auf Stationen wie Grimhex wird man zu jeder Zeit mit jedem Status landen dürfen, klar. Der Hintergrund dieser Neuerung ist, dass Kriminelle mehr und mehr ein Leben auf der Flucht leben sollen. Das bedeutet, dass man als Krimineller von den automatischen Verteidigungssystemen der gesetzeskonformen Bereiche unter Beschuss genommen wird. Klar, kann man trotzdem versuchen, illegal zu landen oder sein Schiff weiter draußen zu verlassen und dann EVA oder zu Fuß in die betreffende Landezone zu gelangen, aber man wird sein Raumschiff dort nicht despawnen, respektive respawnen können. Für Level 5 Kriminelle hat man eine neue Mission hinzugefügt. Das hat man gemacht, weil man eine Menge Rückmeldungen eingesammelt hat, die sich insofern äußerten, als dass man ab Kriminalitätslevel 5 nichts mehr zu tun hatte. Die Mission ist jetzt aus verschiedenen Anlässen heraus, Schiffe der Navy zu jagen, die natürlich zur selben Zeit hinter besagten oder besagtem Level 5 Kriminellen her sind. Natürlich wird man auch diese Mission mit mehreren Spielern gemeinsam spielen können und wahrscheinlich sollte man das auch tun, weil sie sehr schwer werden wird, zumal man zur selben Zeit auch noch von Kopfgeldjägern gejagt wird. Also viel Glück. Good luck to you. When the moment comes that you find yourself
Wenn der Moment kommt, in dem man sich einem Angreifer gegenüber sieht, ohne den Schutz von Stantons Landezonen oder dem eigenen Raumschiff, kann die Handwaffe das Einzige sein, was den Unterschied ausmacht zwischen erfolgreicher Verteidigung und einem erneuten Respawn in einem Wohncontainer. Mit Alpha 3.7 werden die Anpassungsmöglichkeiten der Handwaffen erweitert, um so den Spielern die Möglichkeit zu geben, eine erfolgreiche Lösungsmöglichkeit für die nächste Verteidigungs- oder Angriffssituation entwickeln zu können. Diese Waffenerweiterungen schauen wir uns jetzt an, vorgestellt von Johnny Jasivius, der zuvor noch einschränkend erklärt, dass sich diese Objekte noch in der Entwicklung befinden, sich aber trotzdem auf der Zielgeraden zur Fertigstellung befinden. Hier haben wir einen Rückstoßkompensator. Übrigens sind alle Aufsätze und Erweiterungen in drei Größen erhältlich. Die kleinste Größe ist dabei für Pistolen und MPs gedacht, die mittlere Größe für Gewehre, leichte Maschinengewehre und Scharfschützengewehre. Die größte Stufe für Schrotgewehre. Die Rückstoßdämpfer gibt es, klar, nur für ballistische Waffen. Als Pendant der Energiewaffen Stabilisatoren. Zwei Schalldämpfergruppen, ebenfalls jeweils für Energie- und ballistische Waffen. Und Mündungsfeuerdämpfer. Hier zwei Unterlaufaufsätze, ein Laserpointer und ein Lampenaufsatz. So we released some optics attachments last quarter that I'm sure you've all had to play around with by now. Those were the one times red dot sight, three times holographic sight. Im letzten Quartal hat man Zielvorrichtungen mit 3.6 ins Spiel gebracht, in verschiedenen Größen, wie gleich hier zu sehen, die man aber für 3.7 noch einmal überarbeitet hat, damit sie funktionieren wie vorgesehen. Im Grunde sind sie also brandneu, zumal man noch zwei weitere Optionen mit hinzugefügt hat. Additional magnification options and styles. So I'll actually go through some of the functionality and use them on the rifle range now. So what we've got now here is we've got the P4AR. Hier sehen wir die Behring P4AR mit einem Schalldämpfer, Lampen, Unterlaufaufsatz und Zielfernrohr mit vierfach Zoomoptik. Der Lampenaufsatz ist als Kampfleuchtmittel gedacht, um in der Dunkelheit potenzielle Ziele besser fokussieren zu können oder Gegner zu blenden, was ebenfalls als Effekt ins Spiel eingebaut wird. Hier sieht man eine erste Iteration dieses Blendeffekts. Die Sicht des Gegners wird also im Kampf etwas eingeschränkt. Der Schalldämpfer hingegen hat zurzeit keinen Bonus-Malus-Effekt, sondern wirkt sich lediglich auf das Audio-Sample aus. Dann wird es in 3.7 eine neue Pistole des ebenfalls neuen Herstellers Hedeby Gunworks geben. Die Waffe heißt Salvo Frag Pistol. Diese Waffe ist groß und schwer, wie man hier sieht. Die verwendet Kaliber 50 Munition, nebenbei bemerkt ein typisches Kaliber für große Handwaffen wie zum Beispiel Desert Eagle oder das Smith & Wesson Modell 500 oder der Koda Pistole, um bei der virtuellen Realität zu bleiben. Was die Salvo Frag Pistole einzigartig macht, ist der Umstand, dass sie, obwohl eine ballistische Waffe, aufgeladen werden kann. Zuerst einmal kann man ganz normal mit ihr schießen, wie man es mit der genannten Koda auch tun kann. Trotz unterschiedlich weit entfernter Ziele kann man trotzdem ordentliche Treffer landen. Wenn man sie aber auflädt, wird Kühlflüssigkeit in die Munitionskammer gefüllt. Dann kommen diese kleinen Pistoleneisen an der Seite raus, was der Salvo-Frag-Pistole auf kurze Distanzen ein vergrößertes Schadenspotenzial in Richtung eines Schrotgewehrs verleihen. Am Ende erzählt Johnny noch einmal, dass es sich noch um die nicht finale Versionen der gezeigten Aufsätze und Waffen handelt. Man durchläuft noch verschiedene Iterationen, weshalb wir das, was wir in 3.7 sehen werden, sich von dem unterscheiden könnte, was wir gerade hier vorgestellt bekommen haben. Eines der Herzstücke von Star Citizen ist die Möglichkeit, sich den Charakter zu erschaffen, der man im Spiel sein möchte und das Raumschiff zu fliegen, das man sich wünscht. Mit Alpha 3.7 wird beides verbessert. Der Character Customizer wird benutzerfreundlicher gestaltet, ohne dabei seine beeindruckenden Fähigkeiten zu verlieren. Und auch gibt es eine neue Möglichkeit, Geld auszugeben, nämlich Schiffe über das Mietsystem sich zu erspielen. Ein Teil der Rückmeldungen aus der Community hinsichtlich des Gesichts
Anpassungssystems war, dass man nicht verstanden hat, wie die Sache mit den verschiedenen Slots, mit den verschiedenen Köpfen funktioniert oder wie die Schieberegler zwischen den gewählten Kopfvarianten funktionieren. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Man wählt als erstes einen vordefinierten Kopf. Dann kann man einen weiteren Kopf wählen und beide vermischen oder sich bestimmte Eigenschaften aus dem Menü am linken Bildschirmrand auswählen. Man wählt die Eigenschaft eines Gesichtsteils aus und übernimmt es in seinen Hauptkopf oder man vermischt beide Köpfe vollständig, indem man den Schieberegler unten bewegt. Die Benutzeroberfläche wirkt so nun wesentlich aufgeräumter und CIG hofft, dass damit das Gesichtsanpassungssystem nun wesentlich einfacher zu bedienen ist. Es gab bereits die Möglichkeit, im Spiel Geld zu verdienen und davon Schiffe zu kaufen. Jetzt hat man ein neues System entwickelt und implementiert, das es erlaubt, Schiffe zu mieten. Das gibt einem die Möglichkeit, Schiffe erst auszuprobieren, bevor man sie käuflich erwirbt. Um hier eine gewisse Flexibilität bei gleichzeitigen preislichen Vorteilen, bei längerer Mietdauer zu bieten, kann man die Schiffe für einen Tag, 3, 7 und 30 Tage mieten. Und wo Rob Reiniger gerade die Diskussion im Chat gesehen hat, die genannten Tage werden in Echtzeit kalkuliert. Man mietet die Schiffe also, die Zeit läuft in Echtzeit ab und sind dann über die Laufzeit von der Versicherung gedeckt, wie wir es gewohnt sind. Wird das Schiff gestohlen, ist es abgedeckt. Explodiert es, kein Problem, ebenfalls abgedeckt. Sobald die Mietzeit abgelaufen ist und man sich aus dem Spiel ausloggt, steht beim nächsten Einloggen das Schiff nicht mehr zur Verfügung. Dieses System ist die erste Iteration und wird erweitert, zum Beispiel im Rahmen der weiteren Entwicklung vom Recht- und Gesetzsystem. Aber jetzt kommt erst einmal diese erste Version ins Verse und CIG hofft, dass wir damit viel Spaß haben werden. Und das war's. Die Sommerstaffel von Inside Star Citizen endet und meine dritte Staffel der wöchentlichen Übersetzungen. Und das Schlusswort, das bekommt ihr von mir nochmal persönlich. So, ihr Lieben. Das war die vorerst letzte Inside Star Citizen Übersetzung. Ich werde auf jeden Fall wesentlich weniger machen als die letzten 2 Jahre. Seit 2017 bin ich dabei. Anfang des Jahres 2017 bin ich ja krank geworden, wie viele von euch wissen. Und dann habe ich einen Ausgleich gesucht und ja, habe diesen Ausgleich gefunden in Star Citizen, in der Community und in dem Erstellen der Videos. Ich habe gestern schon ein kleines Abschiedsvideo für meine Follower auf Patreon erstellt und dabei habe ich festgestellt, dass ich in der Zeit 420 Videos erstellt habe. Das ist eine ganze Menge für 2 Jahre, muss ich sagen. Habe das gar nicht so mitbekommen, aber es waren alleine 185 für Patreon und es sind noch viel mehr, denn ich habe eine ganze Menge Videos gelöscht, die irgendwie mit Urheberrechtsverletzungen zu tun hatten und das sind mit Sicherheit auch nochmal gute 20 Videos, die ich da rausgeschmissen habe aus der Playlist. Und gestartet ist alles so, jetzt lädt's. Hier sieht man's. Also ursprünglich gestartet ist alles mit einem kleinen Video, das habe ich auch runtergeschmissen, weil da auch ein Urheberrechtsschutzanspruch wegen der verwendeten Musik drauf lag, wo ich einen Freelancer-Vergleich gemacht habe für meine Community auf www.star-citizens.de und danach, zur gleichen Zeit, war ich auch auf Test Squadron unterwegs. Da bin ich ja auch schon lange nicht mehr aktiv dabei. Aber für die habe ich so ein Video gebaut, wo ich mit einer Caterpillar durch das Verse geflogen bin. Auch ein schönes Kind seiner Zeit, wo man sieht, was damals so los gewesen ist. Dann meine ersten Einsteiger-Videos. Die habe ich auch, sind nicht mehr gelistet, die sind nicht mehr verfügbar, weil sie auch zum großen Teil nicht mehr aktuell sind. Und naja, es ist halt schöne Spielerei gewesen, aber ich würde sie heute auch so nicht mehr bauen. Ja, und dann ging das los mit den Übersetzungen. Hier habe ich auch festgestellt, gestern tatsächlich, hier ist das erste Video vom 17.05. Tatsächlich habe ich auch hier ein Video runtergenommen, das ist ganz lustig. Selbst CIG hat wie in seinen Videos Musik verwendet, die dann plötzlich 1, 2 Jahre später von dem betreffenden Komponisten mit Urheberrechtsanspruch versehen worden sind. Habe ich dann auch runtergenommen.
Ich weiß nicht, ich habe euch auch schon informiert, ich habe hier eine Discord-Community. Hier. Kommt gerne dazu, den Einladungslink, den schreibe ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung rein. Den habe ich ziemlich aufgebohrt, den Kanal. Hier könnt ihr über alles Mögliche diskutieren, über Star Citizen, über Squadron 42, Screenshots teilen. Ich habe eine Spielgruppe angelegt, eine kleine, wo man sich treffen und zocken kann. Die Social-Media-Infos sind hier auch. Wenn ich mal wieder ein Video rausbringe, dann seht ihr das hier. RSI, Deutsche Creator, Reddit und Co. Und ich habe eine Bibliothek angelegt mit den Exkursen, wo man schnell darauf zugreifen kann und nochmal reinschauen kann, was ist das eigentlich. Ihr könnt hier auch gerne Fragen stellen, diskutieren. Und die Exkurse, da bin ich auch dabei, die größten, die wichtigsten auszukoppeln und hier zu hinterlegen in dem Bereich Exkurse. Wer also so ein bisschen so eine kleine Bibliothek behalten möchte, kommt gerne auf meinen Kanal dazu und ich bin hier natürlich auch relativ regelmäßig unterwegs und ihr könnt dann hier mich anschreiben und diskutieren, wie gesagt, da bleiben wir auf jeden Fall in Kontakt und allen anderen sei auch nochmal empfohlen, mein Streaming-Kanal, auf dem übernächste Woche wieder die nächste Verse Night stattfinden wird, also regelmäßig einmal im Monat. Ja, Videos sind da natürlich keine, sondern entsprechend Livestreams sind da drauf vorhanden. Und genau, die Verse Night. Und ich werde auch zukünftig einfach mal so streamen, weil ich jetzt ja auch wieder Zeit habe, um zwischendurch mal zu spielen. Und wenn ich dann unterwegs bin im Verse und streame, dann werde ich sicherlich auch mal den Stream anschmeißen. Und das alles hier auf meinem Streaming-Kanal, wie gesagt, zusammen mit der Verse Night, wo ich definitiv auch Inhalte ausarbeiten und vorstellen werde. Ich möchte mich nicht von Star Citizen lösen. Ich möchte dabei bleiben mit dem Ohr an der Entwicklung sozusagen. Und einmal im Monat sprechen wir dann die wichtigsten Themen an und laden auch interessante Gäste ein. Und da würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und mit zuhört und wir uns dann dort entsprechend hören. Ich nehme meinen Hut, bedanke mich für all die Unterstützung, für die vielen Tausenden von Kommentaren, die im Laufe der letzten 2 Jahre aufgeschlagen sind. Ich glaube, es sind sogar mehrere Hunderttausend. Ich weiß nicht, es sind irre viele. Und wir hatten eine tolle Zeit. Es hat sich in letzter Zeit eben auch gezeigt, dass der Inhalt der ATVs, der ISCs nicht mehr der ist, wie wir das anfangs hatten, wo einfach diese Videos extrem inhaltsreich waren. Und ja, also viel erklärt werden musste letzten Endes, weil ich will hier mal ins Classic reingehen, um zu gucken, wie viele Kommentare wir eigentlich haben. Das ist ja auch schon eine spannende Geschichte. Kann man das hier eigentlich sehen? Abonnenten, Kommentare. Da, Kommentare. Und jetzt täglich Werte vergleichen. Letzte 28 Tage, letzter Monat, letztes Jahr, letzter Zeitraum wählen. Mal gucken. Erste 2017 übernehmen. Mal gucken, ob er das ausschmeißt. Ah, okay, und viele 100.000 ist übertrieben gewesen. Nicht mal 10. Okay, also 6.511 Kommentare. Ich finde das ganz schön heftig. Ich habe mich da gerade täuschen lassen mit den Aufrufen. Die Aufrufe sind 458.000 irgendwie in den letzten 2 Jahren. Das war schon ziemlich. Es war eine tolle Zeit. Wir haben super viel Spaß gehabt und es waren auch anstrengende Zeiten mit dabei. Und jetzt geht's rein in den nächsten Lebensabschnitt. Ich freue mich wie Bolle zu gucken, was als Sprecher so möglich ist am Markt. Werde die Zeit nutzen, die ich jetzt habe, um mich dort zu orientieren. Und ja, bleibt mir gewogen. Ihr habt die Möglichkeit, dass wir in Kontakt bleiben und es wird definitiv Streams geben und es wird vielleicht auch mal wieder ein Video geben, wenn mich der Hafer kneift oder wenn es auch etwas ganz Wichtiges zu erzählen gibt, dann bin ich definitiv an Ort und Stelle, um dieses betreffende Thema dann euch zu erzählen. Und bis dahin freue ich mich, bedanke mich, sage Tschüss, wünsche euch ein schönes Wochenende auf diesem Wege und wir hören und wir sehen uns. Würde mich freuen. Bis dann. Cheers.